So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Griefer Games Video. Heute habe ich mal was ganz Besonderes vorbereitet, Leute. Und zwar testen wir heute die Ehrlichkeit von Spielern. Und zwar, ich erzähle euch auch direkt weh. Und zwar habe ich mir jetzt ein Item ausgesucht und wir verkaufen dieses Item. Und sagen aber, wir sind noch recht neu, haben keine Ahnung, wie viel das wert ist. Und damit das glaubwürdig ist, habe ich mir mal eben schnell meinen zweiten Account geschnappt. Black70 Crazy, der hat noch Premium, also der hat noch den permanenten Premium. Und das Egg, also das Ei, mit dem wir das machen werden, habe ich im Prinzip schon eben verraten, ist ein Drachenei. Und so werden wir das so für, schreiben wir einfach rein in den Chat dann später. Wir verkaufen ein Drachenei und dann schreiben wir den, und dann wird er uns jetzt wahrscheinlich fragen, was wir dafür wollen. Und sagen wir sind noch recht neu und wissen nicht, wie viel das wert ist. Und somit testen wir die Ehrlichkeit der Spieler, weil ihr wisst, so ein Egg kostet normalerweise 9.000 bis 10.000, kommt drauf an, wie viele man kauft und wo man es kauft, Leute. Und wenn er uns den über den Tisch ziehen will mit $2.000, dann fragen wir ihn, was das soll und so. Also im Prinzip sterben wir ihn dann bloß, Leute. Gut, ich hoffe, euch gefällt das. Wenn ja, wenn ihr mehr davon sehen wollt, könnt ihr gerne ein Abo, Like da lassen und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Okay, Leute, da haben wir auch schon den ersten Spieler gefunden, der hat mir geschrieben, ich will Drachenei. Okay, dann fragen wir mal. Ich bin noch neu und weiß nicht, wie viel das wert ist. Kannst du mir das sagen? Fragen wir ihn das mal. Weil wenn er jetzt so 2.000 oder sowas schreibt, Digga, dann ist schon kritisch. Man muss auch sagen, ich wollte halt jetzt wirklich einen Premium-Account nehmen, damit das ein bisschen glaubwürdiger rüberkommt. Hätte ich das jetzt mit meinem normalen Titan-Account gemacht, hätten mich gefühlt auf jedem CD-Bild wieder 5 Leute erkannt, Digga. Ja. Hallo? Hi. Hä? Was ist denn jetzt mit ihm los? Ich habe ihn doch gefragt. Er hat geschrieben, er will Drachenei. Ja, ich habe geschrieben, ich verkaufe jetzt einen Drachenei, Leute, und der kriegt es ja nicht gratis. Was ist denn jetzt mit ihm los? Ja. So. Wir haben jetzt halt geschrieben, dass ich noch recht neu bin. Könnt ihr auch lesen, Leute. Und dass ich nicht sagen kann, wie viel es wert ist. Es ist jetzt auch ein Premium-Spieler. Ich denke mal, er könnte uns wirklich jetzt verarschen. Aber wenn das jetzt ein Supreme oder so wäre, hätte ich schon wieder... Ich glaube, der würde uns sogar einen richtigen Preis sagen. Das ist circa... Oh, okay. Er sagt uns tatsächlich einen richtigen Preis. Also der Spieler war auf jeden Fall schon mal ehrlich, Leute. Okay, danke, was du mir gesagt hast. Ich dachte jetzt wirklich, der sagt irgendwas mit 5.000 oder so. Na ja, gut. Ich würde sagen, wir suchen uns mal noch ein, zwei raus. Okay, Leute, da haben wir auch schon den ersten Spieler, der uns wieder angeschrieben hat. Und zwar hat er uns nicht mal höflich mit Hallo oder sowas angeschrieben oder wie geht's oder was machst du oder so. Der hat uns einfach direkt mit 7.000 angeschrieben. Ich schreibe dem jetzt auch mal, dass ich nicht weiß, was das genaue Wert ist und dass ich halt noch recht neu bin und so. Mal sehen, was er daraufhin schreibt. Er hat ja schon 7.000 geschrieben, Leute. Ob er jetzt schreibt irgendwie, dass er sich vermacht hat oder so, dass er jetzt nochmal weiter runter geht. Mal sehen. Ich hoffe, er antwortet mir. K. Ich denke so 9.000. Und wir schreiben einfach mal, dachte so an 20.000. Einfach mal so aus Jux und Tollerei. Wir sind ja noch neue Leute, wir sind komplett neue Spieler, wissen nicht, was das wert ist. Haben dieses Item eben eher von jemandem geschenkt bekommen. Also, dass er uns schon mit 7.000 am Anfang angeschrieben hat, das finde ich schon echt frech, muss ich fangen. Ich weiß, wie viel wert. Was ist das? Fragezeichen. Vielleicht. Ich finde es schon mal gut, dass er jetzt aber wenigstens die Webseite sagt. Vielleicht erklärt er uns jetzt auch noch genau, was es denn. Also ich muss sagen, gut, er hat uns zwar am Anfang mit 7.000 geschrieben, aber 9.000 ist schon für ein Drachenei mittlerweile realistisch. Die sind in letzter Zeit ein bisschen gesunken, muss man sagen. Aber klar, ich bin jetzt ein neuer Spieler, da hätte man vielleicht auch 9.500 sagen. Eine Seite für die Preise. Ach, okay. Danke für die Info. Der Spieler hat uns wenigstens schon mal weitergeholfen, Leute, weil durch ihn, wenn wir jetzt komplett neu werden, wissen wir halt, dass es jetzt diese Seite gibt und da können wir alle Preise nachgucken. Also, ich muss sagen, den Spieler finde ich sehr ehrlich, dass er uns jetzt auch noch darauf aufmerksam gemacht hat. Auf die Seite.
Ich würde sagen, wir suchen uns jetzt noch einen letzten Kandidaten und gucken, ob der genauso ehrlich ist wie die anderen beiden. Okay, Leute, ich glaube, wir haben unseren letzten Kandidaten gefunden, und zwar diesen Leonard HD. Und der hat jetzt uns erstmal direkt einen Teil angeschrieben, was ich schon mal sehr höflich finde. Aber er hat jetzt noch keinen konkreten Preis genannt, was er zahlen würde. So, wir schreiben ihm jetzt auch nochmal, dass ich recht neu bin und so. Halt das Übliche, was wir den anderen auch schon geschrieben haben. Ich hoffe, das kommt nicht so rüber, als wäre das so eine Botschaft, die man einmal reinkopiert hat. Eigentlich hätte ich das vielleicht immer wirklich nochmal neu schreiben müssen, um zu zeigen, ja, das ist nicht nur eine reinkopierte Botschaft. Ist jetzt aber auch erstmal egal. Ich mal sehen, ob er jetzt ehrlich ist. Mal sehen. Ich hoffe, er ist ehrlich und schreibt irgendwas zwischen 9 und 10k. Wenn er jetzt natürlich so 5k schreiben würde, dann wüsste man, er ist nicht allzu ehrlich, was diesen Preis angeht. Und würde er einen neuen Spieler, ich sag mal, über den Tisch ziehen, weil 5k für ein Drachenei ist einfach zu günstig. Kriegst du vielleicht beim Duplizierer für 5k, ja. Aber nicht beim normalen Spieler. mal sehen. Schreibt er uns zurück? Hallo, bist du noch da? Der kann doch jetzt nicht sein, dass er uns nicht mehr antwortet, Leute. Es gibt hier so. Er macht uns jetzt auf das Dings aufmerksam. Auf die Webseite auch wieder gut. Anscheinend machen wirklich die Leute uns nur auf diese Webseite aufmerksam. Gut, Leute, wenn die nächste Episode davon kommt, werden wir es so machen, dass ich direkt ein paar Spieler mit Ultra-Legenden-Rang anschreiben werde und dass ich die direkt frage, wie viel das wert ist. Jetzt in dieser Folge waren zwar alle ehrlich, ich fand es trotzdem ein bisschen dreist, dass uns der erste eine erstmal gesagt hat, mit 7k angeschrieben. Der hat jetzt auch nochmal 9 bis 10k geschrieben, aber meistens mal ist teuer. Aber ja. Und der war jetzt auch recht ehrlich, alle drei waren recht ehrlich, nur das mit den 7k fand ich halt wie gesagt ein bisschen frech. Ansonsten kann ich mich eigentlich nicht beklagen, die Bilanz ist recht gut ausgefallen. Wenn euch diese kleine Folge gefallen hat, dazu könnt ihr gerne ein Abo und ein Like da lassen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ciao.